Wenn Frankreich bei einer Sportveranstaltung Alkohol untersagt, dann ist das kein Problem. Die machen das halt, damit Ruhe einkehrt, damit die Leute sich nicht sinnlos betrinken, weil sie sich dann auch verprügeln. Wenn Frankreich das machen die schon seit Jahren, das machen die wirklich. Das ist kein Problem. Das ist gut, wenn Frankreich das macht. Wenn Katar das macht, das ist ein Drama. Die machen exakt das. Was ist der Unterschied zwischen Katar und Frankreich? Sie verbieten Alkohol im Stadion und drumherum. Was ist jetzt der Unterschied? Der einzige Unterschied ist, Frankreich macht das, weil sie ein Problem sehen im Alkoholkonsum, dass die Leute sich verprügeln. Deswegen verbieten sie das. Das ist gut, macht das. Katar macht das, weil sie sagen, hey, das passt nicht zu unserer Religion. Oh, ihr habt die Berichterstattung mitbekommen. Es geht in beiden Fällen gar nicht um Alkoholverbot. Das stört die gar nicht an Katar. Das, was die Leute an Katar gestört hat, weil dass sie Alkohol verboten haben, weil es mit der Religion zusammenhängt.